Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute wollen wir uns an das Werkeln des nächsten Türchens machen. Ich habe mir hier schon die Mitte vom Knäuel rausgeholt und den ganzen Schatz, ja, er sieht gerade ein bisschen gerupft aus, auf den Wollabwickler getan. Solltet ihr hier auf dem Tisch noch ein bisschen Glitzer sehen, entschuldige ich mich jetzt schon mal im Vornherein. Das war der Adventskalender der Kinder. Das hat heute ein bisschen geglitzert und da müssen wir jetzt einfach mal durch. Weil bis man glitzerlos ist, das dauert immer. So, ich habe jetzt nicht die Stricknadeln genommen, die jetzt im Türchen drinne sind, sondern eine Nummer kleiner. Einfach aus dem Grund, weil ich eine recht lockere Strickerin bin und das würde sonst kein Kissen werden. Das wäre ja eine halbe Decke. Und ich denke mir, dafür reicht die Wolle bestimmt nicht. So, wir schlagen jetzt als allererstes insgesamt 64 Maschen an. 62 Maschen fürs Muster und 2 Randmaschen. Das mache ich bei mir im Kreuzanschlag. Also Arbeitsfaden über Daumen, über Zeigefinger, das lose Ende in die Hand und unser Arbeitsende nach vorne. Falls ihr nicht riskieren wollt, dass ihr doppelt anfangen müsst mit eurem Maschenanschlag, weil ihr euch einfach zu wenig Faden abgenommen habt. Nehmt euch ein Stückchen Faden weg zum Vernähen dann später. Muss nicht allzu viel sein, weil es kommt noch was dazu. Und fangt an zu wickeln. Ihr nehmt einfach den Faden und wickelt den um die Nadel und zählt dabei. Jede Wicklung ist eine Masche. Einfach so drüber wickeln und dabei fröhlich zählen, bis ihr eure 64 habt. Wenn ihr das dann habt, nehmt ihr das dann im Kreuzanschlag auf die Hand, sprich so. Und das, was ihr hier dann in der Hand habt, das geht dann nach unten weg und das habt ihr nochmal als zusätzlichen Vernähfaden. Und dann schlagen wir das Ganze an. Achso, der Kreuzanschlag anschlagen. Das war ein Deutsch. Wir haben das ja so in der Hand. Jetzt gehen wir mit unserer Nadel einmal zwischen Daumen und Faden rein, von unten nach oben. Schnappen uns dann die Leine von hier drüben, drücken die nach unten weg, lösen den Daumen und haben Masche Nummer 1. Und ja, das wird zum Schluss eine Masche. Auch wenn das jetzt seltsam aussieht, aber es wird eine. Jetzt nehmen wir wieder den Faden von hier drüben, schnappen uns das hier und haben Masche Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Die erste Masche, was unsere Randmasche ist, die heben wir uns einfach ab, als ob wir sie rechts stricken wollten. Das heißt, wir gehen einfach so rum durch, dass sich beide Nadelspitzen treffen und zupfen die von der Nadel. Und schon ist sie drüben. So, jetzt kommen 2 Maschen links. 1, 2, 3 Maschen rechts. 1, 2, 3, 2 links, 3 rechts. Zwei links, 3 rechts. Zwei links, 3 rechts. Zwei links, 3 rechts. Zwei links. Drei rechts. Zwei links. Drei rechts. Zwei links. Drei rechts. Zwei links, 3 rechts,
2 links, 3 rechts. Zwei links, drei rechts, zwei links, drei rechts. So, enden tun wir diese Reihe mit 2 linken und unsere Randmasche wird rechts gestrickt. Rückreihe. Die Rückreihe auch, die erste Masche abheben wie zum Rechtsstricken, also einfach zupf. So, jetzt müssen wir uns die Maschen anschauen. Haben wir hier vorne so ein wunderschönes V, das wollen wir jetzt, hier haben wir unsere Masche und hier haben wir dann dieses wunderbare V. Wird es rechts gestrickt? Haben wir eine Masche mit dieser wunderbaren Krawatte, wird es links gestrickt. Hier haben wir wieder das V, rechts und jetzt 3 links, weil da ist die Krawatte. Also im Prinzip jetzt, was auf der Rückreihe, also auf der Hinreihe rechts gestrickt wird, wird jetzt links gestrickt und was auf der Hinreihe links gestrickt wird, wird jetzt rechts gestrickt. Also eigentlich jetzt 2 rechts, 3 links. Genau andersrum. So, und die Randmasche, die wir einfach abgehoben hatten, die stricken wir auch rechts. Und dann hier an dem losen Ende könnt ihr dann diese, ihr habt es ja eben gesehen, was das für eine große, lockere Masche war, die zieht ihr einfach an und schon passt das alles. So, Reihe Nummer 3. Wir heben wieder unsere Randmasche ab. Jetzt kommen 2 Maschen links, 1, 2, 3 Maschen rechts, 1, 2, 3, 2 Maschen links, eine Masche wie zum Linksstricken abheben, das heißt wir gehen von der Nadelspitze aus, einfach durch die Masche durch und heben sie uns von der Nadel runter. Faden bleibt hinter der Arbeit. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. So, und jetzt müssen wir hier vorne ganz dolle festhalten. Wir nehmen jetzt die Masche, die wir abgehoben haben und heben die über alles drüber. Das heißt, das war unsere rechte Masche, das war der Umschlag, das war die rechte Masche und die haben wir abgehoben. Und die schnappen wir uns jetzt und heben das über alles drüber. So, jetzt wieder 2 links, 1, 2, 3 rechts, 1, 2, 3, 2 links, eine wie links stricken abheben, eine rechts, Umschlag, eine rechts und die abgehobene schnappen wir uns und heben über alles drüber. So, 2 links, 1, 2, 3 rechts, 2 links, eine wie links stricken abheben, eine rechts, Umschlag rechts und die abgehobene, das ist dann immer die vierte Masche von der Nadelspitze oder auch die, die hier so ein bisschen komisch liegt. Daran sieht man das auch ganz hübsch. Und zieht das einfach sanft drüber. Und wieder 2 links, 3 rechts, 2 links, die nächste wie zum Linksstricken abheben, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts und die abgehobene, sprich die vierte Masche, über alles drüber ziehen. 2 links, 3 rechts, 2 links,
wie zum Linksstricken abheben, aber der Faden ist hinter der Arbeit. Eine rechts und wir enden in dieser Reihe mit zwei Maschen links und unsere Randmasche rechts. So, Rückreihe. Die Randmasche heben wir wie zum Rechtsstricken ab. So, jetzt stricken wir wieder so, wie sie erscheinen. Umschläge werden links gestrickt. Das heißt, die ersten beiden Maschen stricken wir rechts. Das hier war eine rechte, das war der Umschlag, das war die rechte. Und wenn wir jetzt mal das hier runterheben, sehen wir da im Prinzip linke Maschen. Also stricken wir die jetzt einfach mal alle ganz frech links. So, jetzt wieder zwei rechts. Und drei links. Wenn wir soweit sind, starten wir mit Reihe 5. Wir heben unsere Randmasche wieder ab. Zwei Maschen links. Moment. Eins. Zwei. Drei Maschen rechts. Halt, 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 jetzt bin ich schon Zeile verrutscht. Zwei Maschen links. Eine Masche links stricken wie zum Abheben. Moment, ich lege mir das mal kurz hier hin. Bevor hier irgendwas schief geht. Ich dachte gerade, ich kann es schön hinstellen, aber lass mal. So, also, unsere Randmasche abgehoben. Zwei Maschen links, eine wie zum Linksstricken abheben. Eine rechts, Umschlag, eine rechts. Die abgehobene überheben. Zwei Maschen links, drei Maschen rechts. So, jetzt wieder zwei links, eine wie zum Linksstricken abheben, rechts Umschlag, rechts die abgehobene überheben. Das ist dann hier wieder die vierte in diesem Fall. Zwei links und drei rechts. So, zwei links. Eine abheben wie zum Linksstricken. Rechts Umschlag rechts. Überheben. Zwei links. Drei rechts, zwei links, schuldig, dass ich grinsen muss, aber meine Katze ist gerade lustig. Eine wie zum Linksstricken abheben, eine rechts, Umschlag rechts, die abgehobene überheben, zwei links, drei rechts. So, zwei links, eins, zwei, einmal abheben, rechts Umschlag, rechts, die abgehobene überheben, zwei links, drei rechts. Zwei links. Abheben, rechts Umschlag, rechts, die gehobene überheben, zwei links, drei rechts und wir enden auf dieser Reihe auf zwei links. Na und unsere Randmasche, die machen wir wieder rechts. So, die Rückreihe. Die Randmasche heben wir wieder ab. Dann die nächste Masche rechts. Wir müssen wieder so stricken, wie sie erscheinen. Das heißt, die Maschen, die das V haben, kriegen eine rechte Masche. Und die Maschen, die diese wunderbaren Krawatten haben, kriegen eine linke. Hier haben wir wieder hier unten das V. Das wird eine rechte. Na, und jetzt haben wir hier aber eine mächtige Krawatte. Die kriegen alle drei die linke. Und wieder zwei rechts, drei links.
Ja, und jetzt wiederholen wir im Prinzip Reihe 3 bis Reihe 6. Reihe 6 ist diese Rückreihe, die wir jetzt hier gerade stricken. Und das wiederholen wir jetzt, bis unser wunderbares Wollknäuel alle ist. Ich weiß, das Wort wunderbar benutze ich für diesen Kalender sehr, sehr oft. Aber die Wolle ist schön. Sie lässt sich auch ganz toll verstricken, obwohl ich bei der hier das Gefühl habe, sie ist ein wenig rutschig auf den Holznadeln. Muss man halt ein bisschen besser festhalten, aber ansonsten geht das hier auch ganz wunderbar. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich verstricke jetzt mal ganz schnell dieses zarte, kleine, süße Knäuel. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es alle ist. Eine gemütliche Strickrunde später und ich bin durch. Aber ich muss sagen, das Muster geht wirklich super von der Hand, aber ich brauche mehr Wolle. Meine Wolle ist alle. Ich habe mir dann für die Musterseite dann so einen kleinen Marker gesetzt, dass wenn man die Arbeit dann doch mal weglegt, dass man dann noch weiß, wo man weiter mustert, dass man dann nicht die Seiten verdreht. Aber das war es jetzt erstmal für das Türchen. Mir geht wirklich gerade die Wolle aus. Ich habe nichts mehr. Ich habe hier noch das Stück und das wäre es dann schon gewesen. Und dann hoffe ich jetzt mal drauf, dass im nächsten Türchen da noch ein Knäuel ist und wir dann damit weitermachen können. Aber das Muster macht echt Spaß. Mal schauen, wo wir das nächstes Jahr noch reinarbeiten können. Also das finde ich wirklich ganz, ganz lustig. So, meine Lieben, dann schauen wir jetzt, na bald, also heute noch, ins nächste Türchen. Ich bin gespannt, ob es denn dann die nächste Wolle gibt.